alles erschlagen. Es sind zwar bloß ganz wenig Befehle, aber man kann damit alles bemaßen. Gut. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Einstellungen. Wenn ich jetzt diese Ansicht nehme, rechte Maustaste Layout, Ansicht, rechte Maustaste Eigenschaften, kann ich mittels Schnitte die Schnitte hinzufügen. Wenn man jetzt 2D-Querschnitt sagt und dann hier auf das Plus drückt, werden automatisch die Schnitte eingezeigt, die es in dem Bauteil gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel X nehme, sage zuweisen, sieht das so aus. Wenn ich den Schnitt B nehme, sage zuweisen, sieht das halt so aus. Wir nehmen mal den Schnitt X, zuweisen, kann ich das halt hier super schön sehen. Standardmäßig ist es immer ein Vollschnitt, also komplett durchgeschnitten. Man kann einen Halbschnitt machen. Dann müsste noch eine Ebene gewählt werden. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil hier keine drin sind. Das macht ja keinen Sinn. Und die hier. Gut, jetzt kann die Ebene. Jetzt muss ich mal die Ebenen einblenden. Da oben ist eine Ebene. Jetzt könnte ich die Ebene wählen. Dann muss man noch sagen, welche Seite man haben möchte. Ich möchte zum Beispiel die Seite hier haben. Das ist das rote Ding. Und wenn ich dann sage, zuweisen, dann wird halt nur ab dieser Ebene, die ich gewählt habe, das nach unten geschnitten. Das wäre Halbschnitt. Also es ist nicht wirklich halb in der Mitte, man muss da halt eine Ebene haben und die dann anklicken. Lokal ist auch sehr interessant. Man geht auf Lokal, sagt, dann wird gesagt Punkt wählen, dann klicke ich irgendeinen Punkt an, ein Element, und dann kann ich einen Spline aufziehen. Ungefähr, der dann wieder geschlossen sein muss. Und wenn ich das fertig habe, habe ich praktisch schon Ausschnitt. Der Spline wird dann später nicht mehr dargestellt. Gut, so. Ja, hätte ich so einen Ausbruch, mit dem ich zum Beispiel diese Bohrung bemaßen kann. So, und hier kann ich jetzt zum Beispiel auch mit der Anmerkung erstellen, Modell zeigen, die Mittellinien reinholen. Alle weg. Alle weg. Da. Da will ich nur die Mittellinie haben und die hier oben und sonst nichts. Okay, fertig. Und diese Mittellinien kann ich dann auch zum Bemaßen nehmen. Ich kann es dann sagen, von der Linie zu der Linie. So, muss ich jetzt hier umschalten. Bemaßen auf Element. Von der Linie zu der Linie. Fertig. Gut. Gut, wenn man Ansichten entfernen will, geht man halt auch wieder auf Layout, klickt das Teil an, drückt auf Entfernen, entfernen die Ansicht weg. Weil ich werde das jetzt mal etwas anders anordnen, ich ziehe mir die Ansicht mal hier rüber, ein bisschen weiter nach unten, hole mir eine Projektionsansicht nach der Seite und von dort aus eine Projektionsansicht nach dort. Da kann ich dann nämlich die Gewindebohrung bemaßen. Gut, als nächstes hole ich